Jo, Freunde, ich wollte mir natürlich gerade heilen gehen und dann kommt hier so ein Knecht um die Ecke von dem Plasma, der uns natürlich wieder angreifen muss, weil wir sonst nicht anders zurück zur Heilung kommen, außer über seine Wenigkeit. Ja, Rose, kümmere dich um das Garnovil, um was auch immer noch kommt. Beziehungsweise natürlich maximal angeschlagen, weil wir ja im letzten Kampf gegen so ein geistgestörtes Drizella gekämpft haben, was ich auch plus 2 geboostet hat und dann haben wir sind wir irgendwann auch mal durchgekommen. Ah, Elektroball, das ist cool. Das ist auch besser als die Zornklinge. Das Elektronetz behalte ich noch ein wenig, dass unsere Chance noch inne zu senken mit Voltula. Gut, und dann kommt Fabio hier rein. Natürlich ärgerlich, weil ich eigentlich einen Part da unten starten wollte, jetzt würde ich vom Plasma-Menschen aufgehalten wurde, aber gut. Kann man nicht ändern. 3 Hits bitte. Ah, schade, diesmal nur 2. Macht nichts, wir hatten im letzten Part mehr als genug Glück bei sowas. Wir können es dann jetzt hier erledigen. Sehr schön. Wir sind gerade noch dabei, unser. Nicht Voltula, es ist noch ein Wattzapf. Das sind wir dabei zu trainieren, sodass sich dann irgendwann entwickelt. Irgendwann heißt es auf Level 36. Ich glaube auch nicht, dass wir es allzu viel vorher kämpfen lassen können. Weil es halt wirklich, wirklich angreifbar ist. Also im Sinne von, es kann sich halt kaum wehren, macht kein Damage, frisst viel zu viel. Was noch anmerken wollte, ist die coole Musik, die hier unten spielt, weil es hier alles ein bisschen dumpfer ist. Hier die Trainerin war das, die uns das so viel Ärger gemacht hat, aber das viel Ärger gemacht hat, die halt einfach ein bisschen länger gegangen ist, weil auch Taumeltanz und so. Ah, hier unten ist noch ein Sonderbonbon, okay. Ich habe so das Gefühl, dass hier noch eine. Dass hier noch ein wichtiges Item rumliegt. Oder ein wichtiges Item heißt eine TM in dem Fall. Hier irgendwo eine Wand drin muss noch was sein. Ja, hier ein Sternstück. Das ist schon nicht alles sehr suspekt. Und jetzt geht es hier hoch. Hier im Ecken liegt noch ein Paraheiler. Auch gut. Und dann geht es hier zum Blendpuder. Okay, das senkt gegnerische Genauigkeit. Ist nicht unbedingt so die Art Items, die ich wirklich mag, aber kann man schon mal mitspielen. Was nichts besser, keine besseren Ideen hat, dann geht das schon. Jetzt sind wir auch schon fast durch hier, durch die Höhle. Ah, es kommen noch ein paar Forscher und so weiter. Der eine Teil der Höhle fehlt uns ja auch noch da oben. Am Anfang, aber ich werde nicht mehr zum Anfang zurückgehen, falls wir den halt irgendwie dann vergessen haben, ist es halt so. Gut, Fabio, kümmere dich um das Klick. Also echt traurig, wie lange Thomas schon vor dem Level 32 da rumläuft. Pumpt sich auf, heißt höhere Volltrefferquote. Ist gefährlich, aber jetzt nicht so übermäßig, weil es da zuerst mal zum Angriff kommen müsste. Und treffen. Übrigens hier mit unserem Fabio ein absolutes Anti-Stahlmann, weil es einfach alles zerlegt, was mit Stahl zu tun hat. So wie es hier gerade ausschaut im Moment. Ja, die geben auch wenige PD-Klick, das ist nicht so elementar. Ah, doch, das ist sogar die Stelle, die ich meinte. Okay, cool, da haben wir jetzt hier quasi, können wir von dieser Seite jederzeit hier reingehen. Ah, das war hier eine Wand drin, das habe ich nicht gesehen. Doof, naja, egal. Hier ist N und ist hier noch ein Ast-Trainer. Als auch sicherlich ordentlich einheizen möchte. Zwar mit 11. No shit. Das ist das Gegenstück zu Tresella, das wir ja im letzten Part gesehen haben. Und das ist auch ein Mon, das
um die Sprache der Schmerzen versteht, glaube ich. Holy shit, das war ein Crit. Ja, auch hier wieder die Intuition, weil es so schlecht, dass es Schmerzen haben will. Das gibt's mal gut, TP für Thomas, hast du auch verdient. Wenn auch einigen WhatsApp abgegeben werden müssen, aber das macht nichts. Galapafloss. Du hast einen Elektroball, oder? Dann können wir das tatsächlich sogar mal riskieren hier, würde ich es vorschlagen. Auch wenn das kräftig nach hinten losgehen könnte. Anspannung. Und Elektroball. Wenn wir müssen halt schneller sein. Das sind wir aber auch. Und das sollten auch Two-Shotten, weil Galapafloss ist ziemlich langsam. Elektroball macht Schaden nach Init-Unterschied. Antikraft ist auch klar, wenn wir, jetzt noch, wenn wir das halt tanken irgendwie. Das tun wir sogar. Cool. Hat Miki seinen ersten Gegner erledigen. Dafür musste er erstmal auf Level 29 kommen. Aber besser als gar kein Gegner selbst erledigen. So, der Elite-Bademar hatte am Anfang auch die Probleme. Das ist, glaube ich, generell so ein Elektro-Problem. Und Magnet ist sehr gut für später. Hätten wir auch früher schon für Zebris brauchen können, aber naja. In einer Welt, in der sich zu viele Wertverschlungen vermischen, herrscht undefinierbares Chaos. Alles ist grau und grau. Das kann ich nicht dulden. Trennt man die Pokémon von den Menschen, so teilt sich die Welt damit feinsäuberlich in Schwarz und Weiß. Nur so können die Pokémon auch endlich ihr wahres Potenzial entfalten. Hier, das ist mein Traum. Und dieser Traum muss Realität werden. Sagt, du bist auch ein Traum? Ja, aber nicht denselben wie du. Das ist ganz vortrefflich. Lass mich doch bitte in deinem Kampf herausfinden, wie sehr du diesen Traum wirklich verwirklichen möchtest. Ja, und dann kämpfen wir wieder einmal gegen N. Ja, gegen N halt. Und wir gehen mit Zetimanto, ein Mon, das mir traditionsgemäß immer schon relativ viele Sorgen bereitet, aber ich kann ja hier diesmal auf Fabio gehen. Oh, Eisenabwehr, das ist nicht gut, weil es machen unsere Attacken halt wirklich keinen Schaden mehr. Gut, müssen wir erstmal abwarten. Sagen wir so, ist immer mit ein Crit darunter, ja, habe ich doch gesagt. Juwelenkraft. Ist auch speziell die Attacke. Oh, bitte kein Hypertrank, danke. Gut, hatten wir jetzt mit dem Crit ziemlich viel Luck. Und noch einer, perfekt. Auch wenn er nicht mehr gebraucht worden wäre, sehr wahrscheinlich. Lichtschraft Level 30 noch. Und er schickt tatsächlich auch WhatsApp rein. Ja, WhatsApp haben wir gelernt, ist nicht so stark. Deswegen kann ich da auf Thomas gehen, hoffentlich, ohne mir Gedanken machen zu müssen. Wir sind sogar schneller, das überrascht mich jetzt doch ein wenig sehr. Gut, wir waren schneller. Jetzt kommt Schlitzer, ouch. Aber ich glaube, das dürfte das gewesen sein, was das WhatsApp jetzt im Endeffekt erledigt. Sehr schön. Und Castratur, das ist ein ganz klassischer Fall für Fabio. Aber sowas von. Und das ist dann auch der Moment, wo man froh ist, dass man den Brandstempel nicht als einzige Feuerattacke, sondern auch noch auf die Nitroladung zugreifen kann. Die Nitroladung ist generell ziemlich cool. So von der ganzen Idee her. Erst kommt Eisenstachel, zieht ein bisschen was ab, das ist okay. Und Klick als letztes, das ist auch ein klassischer Fall für die. Oh, machen wir mal die Brandstempel. Der reicht sogar, cool. Ja, N ist kein starker Gegner bis hierhin. Das muss man schon mal ehrlich zugeben. Warum nur? Schweren Herzens habe ich mich in die Rolle des Trainers begeben und habe doch nur verloren. So werde ich meine Ideale niemals verwirklichen können.
Würden die Freundschaft eines legendären Pokémon nicht. Tobi, ich gebe dir auf den Sack. Ist nicht weit bis Panaero City. Du hast gute Ohren, Bell. Staun, dass du selbst auf diese entfernte Stimme von Tobi ausmachen konntest. Sag mir, Tobi, wer ist dieser Trainer bei dir? Professor Esche, richtig? Die zwängen die Pokémon nach völlig willkürlichen Regeln in irgend so ein Klassifikationssystem, ohne jemals die Beziehung zwischen ihnen und ihren Trainern zu hinterfragen. Und ich glaube tatsächlich, so die Existenz der Pokémon als solches zu verstehen zu können. Ich kann ihren Pokédex nicht gutheißen, was denken sie sich nur dabei? Hm? Wo stört mich diese Abneigung, die du mir entgegenbringst? Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Du hast deine Sicht der Dinge und ich habe meine. Keine der beiden Sichtweisen ist repräsentativ für alle. Soll letztendlich nicht jeder für sich selbst entscheiden dürfen, wie man den Pokémon begegnen sollte? Was kann ich gelten lassen? Menschen mit ihrer Sicht der Dinge fühlen den Pokémon leid, so. Ich kann meine Augen vor solch Grauen, vor solch großem Unrecht nicht einfach verschließen. Ein Spinner, das sollte man seine Tabletten weglassen, Jesus Christ. Ich sehe schon, ich werde ihn nicht so einfach von seiner Meinung abbringen können, aber ich würde mir zumindest wünschen, dass er sich anhört, wie andere über diese Sache denken. Mal sehen, ich will lieber noch zusätzliche Daten sammeln. Um unsere Freundschaft mit den Pokémon zu vertiefen, müssen wir so viel möglich über sie in Erfahrung bringen. Bell, geh einfach mit. Du, Tobi, ich bin doch jetzt die Leibwache von Professor Esche, also werde ich sie begleiten. Tu das bitte. Danke. Panaero City, Freunde, ein etwas kleineres Dorf tatsächlich. Mit Flugplatz, ein so ein bisschen, ja, auch widmet sich alles so ein wenig der ganzen Flugaktionen. Und dementsprechend bin ich gespannt, was wir jetzt hier alles noch so sehen werden. Ich müsste mir erstmal die Stadt erkunden. Besitze ich aber den Typ der Kraftreserve zu ahnen. Nein, ich will jetzt keine Kraftreserve ahnen. Transferkraft von Tagbaum, was man alles in der Welt hat mit dieser Kontaktebene eigentlich genau auf sich. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der hat sogar TMs hier, ja, perfekt. Aber nur Bullshit. Nichts, dass uns was bringt. Müssen wir dann natürlich auch noch irgendwann holen, aber jetzt nicht jetzt. Der Großvater von Geraldine war ein legendäres Fliegerass. Ach, Geraldine ist übrigens die Arenaleiterin dieser Stadt. Ist eine ganz reizende Person. Ja, die ist ganz heiß. Um in den Besitz einer Herzschub gelangen, werde ich Harmonitests machen und der Dame in Maria City meine Pokémon vorführen. Wenn es um Pokémon-Attacken geht, sind wir in unserer Familie sehr wählerisch. Ich nenne alle Freude in Erinnerung. Ich kenne alle Attacken, die Pokémon im Ranwachsen erlernen. Ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder an sie erinnern können. Im Tausch dafür gerne eine Herzschub. Ja, gut, dann schauen wir noch mal, was hier unser Fabi noch lernen kann. Na, es lohnt sich nicht. Wahrscheinlich erst die Endentwicklung können vielleicht nur Attacken dadurch früher lernen. Wer ich bin, willst du wissen? Ja, so genau, ich bin der Attackenverlerner. Nein, ich will auch keine Attacke vergessen lassen. Das kann sich ja mal merken, ihr Panaero. Dass dort solche Sachen gibt. Wie Attackenverlerner, Erlerner, Pipapo. Oh, hi. Ah, ist doch Eberhard Esche, oder? Oh, hallo, du bist doch Tobi. Lass mir mal deinen Pokédex ansehen. Mal schauen, du bist bereits 67 Pokémon begegnet. Oder sogar einem Klick bist du begegnet. Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Wo habe ich denn nur meine Manieren? Ich habe mich vor lauter Aufregung noch glatt vergessen, vorzustellen. Mein Name lautet ebenfalls Esche, Eberhard Esche, um genau zu sein. Ich habe das ganz richtig gehört. Und die reizende Dame, die dir den Pokédex anvertraut hat, ist mein herzallerliebstes Töchterlein. Es wird ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier persönlich treffen. Sie hat mir schon viel von dir erzählt. Nun, zur Feier des Tages werde ich deinen Pokédex ein wenig aufrüsten. Okay. Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen, obwohl sie derselben Art angehören. Vorher dann kannst du jetzt überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Darüber hinaus habe ich deinen Pokédex auch um meine Suchfunktion erweitert. Guten Tag, Professor Esche, wer ist denn dieser Trainer? Ach, natürlich, entschuldige, Geraldine. Tobi ist mit meiner Tochter befreundet, bereist einmal, um den Pokédex zu vollständigen. Verstehe. Dann wirst du dich mir gewiss bald meine Arena erstellen. Toll, ich kann es kaum erwarten. Genau, Tobi, das sollst du unbedingt machen. Pass aber auf, in dieser Arena kann der Schuss schon nach hinten losgehen. Ja, das habe ich letztes Mal schon fast gemerkt bei Turner. Also Geraldine, ich muss los. Ich melde mich, wenn ich deine Hilfe brauche.
Ach, Professor, mein Flugzeug ist eine Frachtmaschine. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren, das stimmt nicht. Außerdem sind Kanton und Sinn gerade um die Ecke. Kaum zu fassen, dass du mir diese harten Worte ohne mit dem Zug ins Gesicht schleuderst. Menschen so wie Puppen müssen sich doch gegenseitig helfen. Also, ihr Lieben, wir sehen uns. Okay. Wie bitte harte Worte oder mit Wimpern zu zucken? Jetzt bin ich am Ende wieder in allem schuld, wie? Wie konnte sie denn nur zu einem weltweit angesehenen Pokémon-Professor werden? Wie auch immer, Tobi. Als Arenenleiterin freue ich mich ganz besonders auf deine Herausforderung. Ich habe allerdings zuerst noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit meinem Frachtflugzeug über den Turm des Himmels flog, habe ich das auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, ob es ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Mach mich umgehend dorthin auf. Du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Route 7. Ich will Surfer. Jetzt will ich erstmal in das Haus rein mit diesem strömenden Regen. Schutzweg ist auch okay. Wenn du den Orden der Arena von Panairo City errungen hast, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Kanonen, Kanonen, wenn man schaut. Wenn es in Giralinas Arena an einem nicht mangelt, dann sind es Kanonen. Siehst du all die Gewächshäuser rings um die Landebahn? So können wir erntefrisches Gemüse in Windeseilen aller Welt verschicken, ja, und schön mit Kerosin belastet wahrscheinlich. Vom Flughafen von Panairo heben ausschließlich Frachtflugzeuge ab. Drei, die selbst fliegen wollen, sollten sie mit der Tage fliegen. Versuchen da bedienen. Oh, Konfekt, du zarte Süßigkeit für den. Der fand das Lebensglück zu einem anderen, seinem Gegenstück. Du hast gelindert, wohl sein Herzleid. Reichlich soll er von dir verdrücken. So kann er vielleicht noch mehr ihm glücken. Wenn du viele Herzkonfekte bringst, gebe ich dir etwas Besonderes dafür. Lass mal. Mein Flugzeug kenne ich von A bis Z, da kann ich es prima in Schuss halten. Und meinem Pokémon lese ich wie in einem Buch. Nur so wird man stärker. Willkommen in Panairo City, der Stadt der Lüfte. Hier nehme ich das Andenken. Ein Hackattack, damit kann man Flugattacken stärken, auch cool. Wenn dein Pokémon das Item Hackattack zum Tragen gibt, verstärkt dies die Wirkung von Attacken des Typs Flug. Auch jetzt noch hege ich tief in meinem Inneren den Traum, eines Tages Pilot zu werden und unsere wohlvertraute Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ja, viel Spaß. Mit der Attacke Fliegen kannst du alle dir bekannten Pokémon-Sender besuchen. Die unbekannte Orte kann ein Pokémon jedoch nicht anfliegen. Ich habe ja früher tatsächlich gedacht, dass man hier irgendwie noch nach Kanto und Sinn, zumindest kurz zu Cynthia kann und alles. Weil Cynthia hat ja im Spiel ja auch eine Rolle und das hatte ich wirklich gehofft, das wäre so cool gewesen, aber das geht leider nicht. Sehr schade, sowas hätte wirklich das Spiel nochmal aufgewertet. Menschen und Pokémon haben seinerzeit mit verschiedenen Kräften ohne eine unwirtliche Ödnis wieder urbar gemacht. Dieser tatkräftige Gemeinschaftsgeist von eins wird niemals schwinden. Ja, wenn du aufpasst, kannst du von mir aus auf der Landebahn spielen. Denn hier landet täglich nur eine Frachtmaschine. Hier ist noch ein Item. Einfach mal, ja, TM-freier Fall, warum nicht? Mich fasziniert ein Flugzeug, die eleganten, formvollenden Gestaltung der Maschine, die Zweckmäßigkeit ihrer Mechanik, alles perfekt auf den Flug abgestimmt. Will man ein schmackhaftes Gemüse züchten, muss man es im Gewächshaus aufziehen. Nährstoffzugabe, Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden automatisch geregelt. Bei einer derart effektiven Aufzucht wird das Gemüse frisch und knackig. Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool hier, das mit dem Gemüse. Wow, bleibt mal ruhig. Ich peile hier gar nicht mehr durch. Hier gibt es erstmal einen Top-Äther. Okay, hier ist irgendwo das Item. Und zwar hier der Schutz, okay. Hier gibt es halt ganz viele Items, die hier rumliegen irgendwo. Hier noch ein Paraheiler. Das ist natürlich verwirrend, wenn drei Items auf einmal irgendwie Piep machen und man da alle nachkommen muss. Ah, gut, das war eigentlich schon Panairo zum größten Teil, auch wenn die Gewächshäuser ein bisschen verbuggt, sie macht nichts.
Nicht so die Mega-City jetzt. Hier noch die. Scheint eine Menge Leute zu geben, denen von die Plasma in Punkten gestohlen wurde. Ja, wie ich sag, machen wir im nächsten Part hier mit der Route 6 oder 7. 7 weiter. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Heute ein bisschen kürzer. Bis dann und ciao.